Quietsche Enten nur mit dir, lansch ich so gerne hin. Quietsche Enten, ich hab dich so furchtbar lieb. Bu-bu-bi-du-hu. Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweizers. Im wunderschönen Städtensaufingen und heute werde ich euch die Sesamstraße zeigen. Ja, Sesamstraße. Cool, cool, cool. Dieses Set gefällt mir. Ich habe die Serie ja als Kind schon geschaut, aber es war nicht jetzt die große. Ich hatte natürlich, wenn ich Sesamstraße und die Muppets vergleiche, da habe ich noch die Figuren hier. Dann waren wir die Muppets lieber als die Sesamstraße, auch wenn ich als Kind eher die Schlümpfe geschaut habe oder so Heidi und so weiter, all diese Sendungen. Aber wie sich das bauen lässt, weil das ist End of Life und darum will ich es euch noch zeigen, dieses Set, ob es cool ist, erfährt ihr. Nach dem Intro geht's los, es wird famos und wird es groß? Ich weiß es nicht. Los! Schön seid ihr da geblieben und jetzt werde ich diese jungfräuliche Schachtel aufmachen. Ich werde es bauen, ihr könnt schauen, es geht natürlich alles im Schnellspeed. Natürlich mit Kommentar, mit Steinermeister-Kommentar, wie eine Weltmeisterschaft, werde ich euch zeigen, wie sich das bauen lässt. In wenigen Minuten, oder nein, Sekunden natürlich, geht es los, das Bauen. Und ihr könnt schauen. In diesem Sinne, viel Vergnügen, los! Und wir bauen die jungfräuliche Schachtel auseinander und da sehen wir, Kleber hat eine Anleitung, die ist cool gemacht und in schwarz gehalten und schon geht der Bauspaß vor und wir bauen die erste Figur, unten dran ein bisschen bunt, ja diese bunten Steine sind für einen Mocker natürlich ein Graus, ja das freut nicht mal die Maus, nein das ist nicht cool, aber so viele bunte Steine gibt es gar nicht dort unten dran und oben dran natürlich sind sie auch ein bisschen bunt, aber das ist ein Bett. Und hat ein Bettvorleger, aber das Klosett fehlt. Ja. Und dann geht es nach oben, dann bauen wir weiter nach oben. Es gibt halt nicht ein modulares, sondern ein zusammengebautes Häuschen, das wenigstens auch ein bisschen eine Breite hat. Und ja, da kommen auch gewisse Dinge rein. Also schön hinterlegt. Und unten dran kommen dann auch noch gewisse Dinge rein, die man später erst baut. Dann baut man oben dran natürlich das Badezimmer, die Bette und man kann das reintun. Und schon ist das gebaut und oben dran baut man das weiter und dann baut man dann das zweite an. Das ist sehr klein gehalten, das ist ein bisschen schade, ja, dass dieses zweite Gebäude so klein ist, aber auch viele Dinge, die man dort sieht und hinterlegt hat und das sieht doch auch schon prächtig aus. Ja, und dann bauen wir noch das fertig und das sieht einfach wunderbar aus, dieses Häuschen. Da mache ich gern ein Päuschen, ja. Und schon haben wir es fast fertig gebaut, noch die letzten Dinge und dann ist es fertig. Meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter mit der Sesamstraße. Hier, los! Ja, willkommen bei der Sesamstraße. Es ist wunderbar, dieses Gebäude ist ein kleiner Star. Ich finde es putzig, ich finde es schön, ich finde es gut gelungen. Und warum kam am Anfang Kermit? Weil der hat auch immer in der Sesamstraße zwischendurch bisschen die Leute begrüßt. Ja, das war so. Habe ich so gelesen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir haben natürlich Figuren und wir haben natürlich auch Dinge, die da erinnern. Es fallen ganz viele Easter Eggs, aber ich, so gut kenne ich die Sesamstraße nicht. Vor allem das neue Format, also dieses Nest hier nebendran, habe ich so nicht gekannt. Ich kannte das auf der Seite und so weiter. Ganz viele Dinge haben sich auch verändert. Auch dieses Hoopers war früher eher anders, andere Farbe und so weiter. Aber egal. Ist so, wie es jetzt heute neu sei. Genau. Da haben wir den Bibo. Der Bibo, 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 der große Vogel, der macht einen Vogel und der lebt hier hinten dran. Und ich zeige euch das, wo er wohnt. Ja, der wohnt hier hinten. So. Und hat ein Nestchen, ein Bärchen, das rausschaut und dann so ein Nestchen oben dran und dann natürlich auch eine Adresse, wo die Fanpost reinkommt. Wirklich schön gemacht hier hinten dran. Natürlich die Sesamstraße auch als Laterne. Die ist auch super. Dann haben wir in Rot. In Rot. Und das ist der Elmo.
Elmo in Rot. Hinten dran haben wir den Oscar in Grün, der in der Tonne sitzt. Und wir haben obendran auf einem gelben Sofa das Krümelmonster. Ja, das Krümelmonster kennen wir. Ich bin auch ein kleines Krümelmonster. Die Krümel fallen immer runter. Also wenn ich da gewisse Kekse esse und so weiter, bin ich wie das Krümelmonster. Also eigentlich, natürlich ist es blau. Nein, blau bin ich nicht. Aber Krümel, Krümel, Krümel. Und es ist super gemacht. Obendran auch die Fledermaus, dann der Graf. Zahl oder Zahn, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Und dann natürlich hinten dran auch das Hoopers mit der Theke und auch der Möglichkeit, da zu essen. Und auch, was cool ist, ja, ist natürlich auch der ganze, ja, Teil hier. Ich mache es hier auf der Seite. So seht ihr das besser. Ja, ein Tisch, wo man sitzen kann und essen kann. Das ist doch cool. Was ganz schön gemacht ist vom Ganzen, bevor ich hier da wieder die Dinge befestige, da hinten ist ein Zug und Züge, ja, baut Lego nicht so viel und darum fällt der Zug immer um. Nein, egal, ist einfach so, wir haben hier einen Zug und der Zug ist hier irgendwie nicht ganz gut platziert gewesen. Dann haben wir hier natürlich auch so eine Box und die hat unten dran, das ist noch cool, das sind Spritzen drinnen. Das ist ganz gut gebaut. Also es hat hier auch spezielle Teile und so weiter. Eigentlich sollten wir es fast zweimal kaufen wegen den Zeilen. Ich mache das jetzt hier rein. Der ist da ein bisschen, ja, wenig. Der Oscar sieht einfach so aus. Oh, ja, und ist hier reingesteckt. Aber coole Idee, dass der auch dabei ist, ja. Und dann haben wir hinten natürlich, und da muss man reinschauen ins Häuschen, da machen nämlich der Ernie und Bert ein Päuschen. Ja, da gibt es zwei Schlafgemache. Obendran natürlich das Schlafgemach von Ernie und Bert. Ja, warum die Blume jetzt darunter fällt, weiß ich nicht. Habe ich das falsch hinterlegt oder ist die Klemmkraft schlecht, wie bei anderen Herstellern? Nein, ich baue einfach gerne ab. Alles nach unten, so, egal. Man kann es ja wieder aufnoppen. Aber eine Noppe ist dann halt immer schon schwierig. Aber hier, Bernie. Ja. Der fällt jetzt auch runter. Der macht den Taucher. Der wäre lieber eigentlich hier in der Badewanne und würde einen Badewannen-Song singen. Ja, das Quietsche-Entchen-Song, ja. Quietsche-Entchen nur mit dir, lunch ich so gerne hier. Quietsche-Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bu, bu, bidu, hu. Ja, und das Lied, das man auch in der Seemannstraße kennt, aber auch bei Muppets. Aber egal, das kommt dann eher in den Muppets, aber war auch in der Sesamstraße, könnt ihr nachschauen. Ich erzähle euch kein Mist. Nein, es ist so. Hier unten dran haben wir auch ein Bettchen, da haben wir eben hier die Lokomotive, dann das drinnen. Das ist zu nah gebaut. Also die Türe bringe ich hier nicht ganz auf. Und wenn ich sah, dann fällt das auf die Seite. Das müsste man eigentlich eine Noppe nach weiter nach hier reinbringen, dass die Türe ganz so aufgeht. Das ist ein Fehler, Lego. Das hat man nicht gut gemacht. Nein, das ist nicht gut. Aber hinten dann auch schön. Und es gibt ganz viele Kleber. Das stimmt. Es gibt viele Kleber. Also das ist ein Kleber. Dann haben wir hier Kleber und so weiter. Ja, ich räume hier wirklich ab. Also hier, es ist so, es sind so viele Details. Da kommt man fast vor wie ein Mock. Es ist ja auch eine Ideas-Idee, aber die sah viel anders aus. Das war ein Höschen, da war zu, da war Ruhe. Aber hier sind es einfach offene und zu spielen und reinzustellen. Aber ich finde es wirklich noch gelungen von ganz und man kann es ja einfach wieder aufbauen. So ist ja Lego, dass man hier das Ganze auch wieder aufnoppen kann und dann Spaß haben kann. Wenn es dann geht, geh da die Blume, geh jetzt darauf. Heieieiei. Willst du nicht drauf gehen? Das ist vielleicht ein Problem, weil das jetzt an der Wand ist und dann zu wenig Platz hat. Also ich weiß nicht, die bringe ich wirklich nicht so gut drauf. Also lassen wir das. Dann haben wir die hier drinnen und dann kommt diese Truhe noch hier rein ins Häuschen.
Ich setze die jetzt eine weiter nach in die Mitte und schon geht die Türe auf. Heieiei. Und diese Hase fällt auch raus. Also jetzt ist wirklich verrückt. Jetzt ist wirklich verrückt. Der Steinemeister baut ab und ja, vielleicht ist es auch einfach. Ich habe vielleicht einfach zu viel Spielspaß, ja. Spielspaß und dann singe ich Mama, Mama. Nein, egal. Was wir natürlich hier haben, ist noch ein Buch und drinnen. Wir haben auch, und ich muss das schnell rausnehmen, wir haben hier ganz viele Kleber, Aufkleber, Kleber, Kleber. Da klebt so schön. Aber wir haben auch so Spezialsteine wie diese hier oder diese und die sind bedruckt. Das ist das Wahnsinnige. Die sind bedruckt. Was habe ich hier noch? Also es gibt hier bedruckte Steine. Der da ist auch bedruckt hier. Die Nummer hier ist bedruckt. Dann dieses Zeichen ist bedruckt. Das sind Kleber, das sind auch Kleber, 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 Druck, Kleber, Kleber, Kleber. Das ist, glaube ich, ein Print. Ja, die kleinen Steine, die sind wirklich cool. Sind Drucke. Also es hat hier viele Drucke, viele Spezial Dinge wie, zum Beispiel, ich mache das hier raus, ist der Dino. Und es hat auch viele Bautechniken, den kleinen Dino. Der ist auch putzig hier oben dran. Oder zum Beispiel auch diese Nachttischlampe. Ja, also es gäbe auch ganz vieles auszuschlachten. Wenn ihr das Set zweimal kauft, dann könnte man daraus ein Häuschen machen. Aber da fehlen Platzen. Also da fehlt oben dran, aber vielleicht unten dran. Also man könnte es zweimal kaufen. Ich habe mir entschieden, ich kaufe es zweimal, weil ich die Figuren nicht zweimal will. Aber eigentlich hätte ich es kaufen können, zweimal. Und wenn ich jetzt hier, muss ich aufpassen, dass es nicht runterfällt, wenn ich hier die Platte nehme, ich mache jetzt hier eine Platte runter und dann seht ihr das Problem, das ich jetzt habe, wenn ich jetzt das bauen will. So. Dann ist dieses zu breit für das Ganze und hinten dran will ich ja auch eine Treppe machen, so vier. Dann wird es so und das Häuschen ist ein bisschen klein. Wie kommt man darauf? Was ich machen werde, ist sehr wahrscheinlich, ich werde es hier so bauen und dann werde ich dieses anschließend machen, hier ein Fenster, weil es hat eigentlich drei Fenster, das noch oben, dann das vergrößern, dann auf der Seite und dann kommt dieses Häuschen hier rein und das drehen wir um. Ja, aber ich muss die Steine noch bestellen. Ich habe die Idee, entweder kaufe ich die zweite, aber ich kaufe mir wohl einfach die Steine bei Bricklink-Händler und ich habe ja noch andere Steine, wo ich dann noch hinterlegen kann. Ja, und der Steinmeister baut in diesem Video wirklich ab. Ich habe abgebaut. Ja, ich hoffe nicht, dass ich abgebaut habe in diesem Video und ihr habt keinen Spaß mehr. Nein, das hoffe ich nicht. Bleibt dran, drückt die Glocke, wenn ihr weiter frohlocken möchtet und mit mir auf die Reise gehen kommt. Und wenn ihr interessiert seid, wie dieses dann aussieht, wenn ich es gebaut habe, dann werdet ihr das erfahren. Ich glaube nicht im nächsten Video, weil so schnell erhalte ich die Steine nicht, auch wenn ich in die Schweiz bestelle. Aber das wird so sein. Vor Sonnenschein, hier Kaufempfehlung finde ich gut. End of life, Ende Jahr. Kaufen, kaufen noch. Wenn ihr es seht, vergünstigt, dann schlägt zu. Wenn ihr es vergünstigt seht, kauft es zweimal und dann baut ein Modularhaus draus, weil es ist wirklich putzig, wird das schön. Ha! Ich habe mich verliebt in dieses Häuschen. Ja. Wo man macht ein Päuschen und ein Quietsche-Entchen-Song singt. Ja, aber jetzt ist fertig. Jetzt müssen wir fertig machen, sonst wird das Video viel zu lange und ihr habt ja keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Nein, geht nicht. Halt, 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 halt. Ich habe noch etwas vergessen, nämlich es dreht sich so schön der Wurlitzer da. Ja, gibt's auch dabei. Ein UFO, das sich drehen lässt. Und Spaß! Aber in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und gesund und munter. Tschüss! Merci!